Liebe User von mdm.de, genau eine Woche nachdem die Stempelglanzausgaben der 5-Euro-Münze Subpolare Zone aus der Serie Klimazonen der Erde angeliefert wurde, kam heute die wertige Spiegelglanz- oder polierte Platte-Ausgabe, die es in einer hochwertigen Sammlerbox mit allen 5 deutschen Prägezeichen gibt. Das sieht jetzt hier alles noch ein bisschen unaufgeräumt aus auf dem Schreibtisch. Wir schauen uns aber nacheinander mal alle 5 Prägezeichen an, auch die direkte Verpackung, schauen auf die Bildseite von Nathalie T. Campe und natürlich auch nochmal auf die Wertseite, die Stefanie Radke entworfen hat, die ja übergreifend für alle 5 Münzen der Serie gilt. Ihr habt das hier gerade schon gesehen. Die Box ist hier im Moment noch eingeschweißt, denn das Startbild hat euch verraten. Wir sind einfach wieder nur bei den Kollegen von der Logistik vorbeigeschneit und haben freundlich angefragt, ob wir für euch den erneuten Kulissenblick möglich machen können. Und haben uns hier in eine halbwegs ruhige Ecke verzogen und schauen jetzt mal auf die einzelnen Ausgaben. Ein Päckchen habe ich vorab schon mal für euch aufgemacht. Ihr seht, das ist so eine ganz simple Faltschachtel. Ihr könnt die bei mdm.de übrigens sowohl im Fünfer-Set, wie ihr es hier seht, als auch als einzelne Prägezeichen kaufen. Das ist also beides möglich, je nachdem, worauf ihr euch in eurer Sammlung fokussiert. So sieht also die einzelne Münzbox aus. Hier im Fall von Prägezeichen A, sprich der in Berlin geprägten 5-Euro-Ausgabe. Das ist also ein außerordentlich hübsches, wertiges Deko-Objekt auch, kann man sagen. Und auch das will ich euch nicht vorenthalten. So sieht das dann nämlich aus, wenn die Box, denn natürlich will der Sammler auch schauen, wie ist seine Ausgabe, wie sieht sie im Detail in der Nahaufnahme aus. Das ist also ganz einfach. Ihr zieht das Gummiband ab. Das ist übrigens eine Kuziol-Sammlerdose, also auch ein renommierter Hersteller. Ihr zieht also das Gummiband ab und könnt den lose aufliegenden Deckel einfach runternehmen. Und die Münze sitzt hier in einer entsprechenden Nische fest, kann also auch nicht verwackeln oder rausrutschen, weil auch die Kapsel die entsprechenden Einkerbungen hat. Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon anhand der Stempelglanzausgaben mal wortwörtlich unter die Lupe genommen, dass es sich bei dieser Ausgabe um einen türkisen Ring handelt. Und wenn wir jetzt, ich hebe die auch nacheinander alle nochmal für euch in die Luft, wenn wir jetzt schauen, sind hier die Abstufungen auch sehr, sehr deutlich zu sehen. Das ist also die Ausgabe D aus München. Die Stuttgarter Ausgabe F ist eine ganze Ecke heller. Ist also ein klassisch arktisches Hellblau beinahe. Karlsruhe ragt hier auch in der Reihe mit einem sehr satten Ton wieder aus. Und auch der Hamburger Ton mit dem Prägezeichen J ist ein sehr individueller. Der geht nämlich fast ins Mintgrün rein, kann man sagen. Und Berlin, hat man ja gerade schon in der Box gesehen, ist von allen 5 deutschen Prägezeichen hier der hellste Ton. Ist nicht durchsichtig, ihr seht den Unterschied. Da ist schon der türkise Grundton dahinter. Also nochmal D, München, schon entkapselt. Und die gekapselte Hamburger Variante im Vergleich. Seht das schon, es ist also ein deutlicher Unterschied.
in den einzelnen Farbzeichen. Ich glaube, in der letzten Woche hatten wir ja, als wir die Stempelglanzanlieferung videografisch für euch begleitet haben, die Stuttgarter Ausgabe da. Jetzt alle 5 Prägezeichen im Vergleich zu sehen, ist natürlich nochmal eine ganz andere, ganz besondere Hausmarke. Lasst uns doch auch einfach mal wissen, viele von euch haben sie ja inzwischen schon bestellt, schon bekommen oder haben sie auch bei der Bank erworben in der Stempelglanzausgabe. Lasst uns doch bitte einfach mal wissen, welches Prägezeichen ihr denn habt oder ob ihr vielleicht sogar alle habt und wenn ja, wo da euer Favorit liegt. Auch da gab es ja in den letzten Jahren klare Favoriten und die etwas abgeschlageneren hinteren Ränge. Das interessiert uns natürlich schon. Und solange werfen wir hier nochmal einen Detailblick. Jetzt, ihr seht es auch vom Maß her. Das ist also ganz, ganz überschaubar. Ein Sammlerstück, das überall einen schönen Platz finden kann. Ja, so viel zur Spiegelglanzausgabe, polierte Platte. Auch das haben wir ja in der letzten Woche kurz angedeutet. Gerade bei solch kleinteiligen Motiven. Wir erlauben euch auch einfach mal den etwas größeren Ringsumblick, damit ihr ein bisschen Licht dahinter habt. So. Gerade bei diesen diffizilen Motiven, die mit vielen Details arbeiten, ist die Spiegelglanzausgabe häufig die bessere Wahl. Einfach, weil bei der Prägung eben die Runden einzeln eingelegt werden und nicht maschinell miteinander alle in Kontakt kommen und so von Haus aus ja auch schon ein Stück weit Herstellungsspuren mitbringen. Dann verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch eine schöne Restwoche und freuen uns auf euer Feedback zur Münze. Macht's gut!